spielen zusammen, wir lachen zusammen. Zusammen sind wir die Katzenfuchsfamilie. Wir streiten uns manchmal, vertragen uns später. Wir sind sehr verschieden, gemeinsam nur glücklich. Wir teilen uns einen Bau, dieselben Freunde, Lieder auf. Wir kommen bei Mama. Louis ist verliebt. Du bist heute Morgen so gut gelaunt, Margaret. Mhm. Heute ist ein sehr wichtiger Tag, Edmund. Wirklich? Hast du das vergessen? Natürlich nicht. Heute Nacht ist Vollmond. Meinst du das? Nein, das meint sie nicht. Nein, Papa. Ist es Frühlingsbeginn? Das war letzte Woche. Hat jemand Geburtstag? Heute Abend ist der Sonnenuntergang der Verliebten, Papa. Oh, natürlich. Das wusste ich. Was ist der Sonnenuntergang der Verliebten? Heute Abend bei Sonnenuntergang treffen sich überall Verliebte, um sich gegenseitig Geschenke zu machen. Das ist Tradition. Oh, ja, dein Geschenk. Anscheinend haben wir den Rest des Tages Zeit, damit wir den Sonnenuntergang der Verliebten nicht verpassen. Nicht wahr, Edmund? Hey, Louis, wie kommt's, dass du den Sonnenuntergang der Verliebten kennst? Kenn ich eben, das ist alles. Hast du vielleicht eine Liebste, ha? Huh? Ganz geheim? Ich mach jetzt einen Spaziergang. Ich hab noch was zu erledigen. Kann ich mitkommen? Oh, tut mir leid, Emmy, diesmal nicht. Oh. Er verheimlicht etwas vor uns. Aber nicht mehr lange. Oh, was soll ich Edmund nur schenken? Eine neue Bürste? Nein, das ist langweilig. Eine Glühwürmchenlampe? Nein, davon hat er schon zwei. Ich weiß es, ein Pflaumenkuchen. Miam! Ist der Kuchen dann für Edmund oder für dich? Oh. Ich mache einen Spaziergang. Die Natur ist voller romantischer Geschenke. Möchtest du mitkommen? Nein, ich will sehen, welches Geschenk sich Papa für dich aussucht. Wo will Louis denn nur hin, verflixt nochmal? Das wird von Minute zu Minute merkwürdiger. Meine Güte, ich habe keine Idee für ein Geschenk. Mal sehen. Ein Topf für die Stöcke, die sie unterwegs sammelt. Oh, ich weiß nicht. Ich könnte ihr eine neue Decke schenken. Aber du kannst doch noch nicht mal stricken. Was ist mit einer Vase? Sie hat leider schon eine Vase. Wie wär's, wenn du Mama einen großen Pflaumenkuchen backst? Für Mama oder eher für dich? 1, 2, 3, die besten Nüsse, kein Gelaber, kein Wenn und Aber. Sieh nur, er sammelt bloß Haselnüsse. Das ist jetzt nicht die richtige Zeit, Haselnüsse zu sammeln. Wieso? Alle Haselnüsse, die man jetzt findet, sind hohl und wurmstichig. So wie die hier. Kein Wenn und Aber. Also? Also ist das merkwürdig. 1, 2, 3, die besten Nüsse, kein Gelaber, kein Wenn und Aber. Vier, fünf, sechs, auf die Schnur mit diesen Snacks. Es sieht so aus, als wollte er eine Kette machen.
Für den Sonnenuntergang der Verliebten. 1, 2, 3, die besten Nüsse, kein Gelaber, kein Wenn und Aber. 4, 5, 6, meine Kette aus vielen Snacks. Aber in wen ist er verliebt? Keine Ahnung. Vielleicht ja in dich. Hey, hast du den Verstand verloren? Für wen macht er die Kette denn sonst? Ich weiß es. Wirklich? Los, sag's uns. Nein! Ich hab Louis versprochen, nicht zu verraten, dass sie für Beaver ist. Wir sagen ihm nicht, dass du es uns gesagt hast. Wenn Louis in Beaver verliebt ist, hätte er es mir wenigstens sagen können. Und Beaver hätte es mir sagen können. Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Er wird es mir sagen, ohne dass er es merkt. Und währenddessen treffe ich mich mit Beaver. Ist jemand zu Hause? Hm? Was willst du denn hier? Bastelst du da etwas? Das geht dich gar nichts an. Aber Louis, alles, was du tust, geht mich etwas an. Ich bin dein Zwillingsbruder. Nein, diesmal nicht. Tut mir leid. Lass uns Geheimnistausch spielen. Ich verrate dir ein großes Geheimnis und du erzählst mir auch eins. Aber danach gehst du dann. Okay. Weißt du noch die Kieferzapfen von dir, die plötzlich weg waren? Nun, ich hab sie in den Wald geworfen. Ich wusste es. Ich bin dran. Weißt du noch das Stück Kuchen, das du gestern gesucht hast? Ich hab's gegessen. Puh, das überrascht mich nicht. Aber hast du nicht ein größeres Geheimnis als das? Nein, hab ich nicht. Und jetzt lass mich alleine, das hast du versprochen. No. Hey, Beaver. Hey, Rosie. Verheimlichst du mir etwas, Beaver? Nein. Was sollte ich denn verheimlichen? Oh, ich weiß nicht. Zum Beispiel die Tatsache, dass du in jemanden verknallt bist. Wie hast du das erraten? Also, wer ist das? Kenn ich denjenigen? Natürlich. Es ist Louis. Natürlich nicht. Nein, es ist Udo. Udo? Was bastelst du denn da, Papa? Wie du sehen kannst, ist es kein Pflaumenkuchen. Armer Louis. Er mag Beaver, aber sie mag Udo. Er muss die Wahrheit erfahren. Oder er macht sich heute Abend mit dieser Kette zum Gespött. Ich habe eine bessere Idee. Wenn wir ihm die Kette klauen, kann er sie überhaupt niemandem schenken. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Aber hast du den Mut, ihm die Wahrheit zu sagen? Ich hab sie. Was hast du da unten gemacht? Gar nichts. Siehst du? Wir hätten die Kette klauen sollen. Jetzt ist es zu spät. Nein, ist es nicht. Komm schon. Hey, Udo! Hallo, Louis. Oh, oh, da ist Udo. Die werden sich streiten. Stopp! Louis, wir müssen dir die Wahrheit sagen. Du magst Beaver, aber sie... Sie mag Udo. Hä? Was? Bist du in Beaver verknallt? Mm-mm. Aber Emmy hat uns erzählt, dass du für Beaver eine Kette gemacht hast. Diese Kette ist wirklich für Beaver, aber ich habe sie für Udo gemacht, damit er sie ihr gibt. Ja, ich bin nicht so gut im Basteln. Und wir sind nicht so gut darin, Dinge herauszufinden. Moment, wo ist die Kette? Ich glaube, ich habe da eine Idee.
Emmy, warum hast du meine Kette weggenommen? Weil Matteo und Rosi sie dir klauen wollten und das musste ich verhindern. Wir haben alles geklärt. Du kannst sie mir jetzt wiedergeben. Kinder, macht euch fertig. Die Sonne geht gleich unter. Viel Glück. Ja. Hier, meine zuckersüße Margaret. Du hast davon geträumt, ein neues Instrument zu spielen. Also schenke ich dir hiermit diese Flöte. Möge sie dich stets erfreuen. Oh, vielen Dank, Edmund. Hier ist mein Geschenk für dich. Eine Klingel, um deine Instrumente zu begleiten. Mhm. Oh, fantastisch. Danke, schöne Margaritenblüte. Da, bitte sehr. Das ist Liebe. Und das ist Freundschaft. Hey! Ist nicht alles auf! Hey! Vor. Oh, was glaubst du denn? Es ist immer das Gleiche. Was machst du da, Rosi? Wenn Matteo mitgeht, komme ich nicht mit. Und ich komme nicht mit, wenn Rosi mitgeht. Louis, kannst du bitte versuchen, die beiden Streithähne zur Vernunft zu bringen? Ich halte das nämlich nicht mehr aus. In der Zwischenzeit gehen wir mal ein bisschen frische Luft schnappen. Du verschwendest deine Zeit, Louis. Wir werden unsere Meinung nie ändern. Doch, werdet ihr. Ich habe genug von euren Streitigkeiten. Alle kriegen schlechte Laune. Das ist nicht meine Schuld, dass wir uns nicht verstehen. Nun, meine Schuld ist es garantiert auch nicht. Hört mal, wir müssen alle miteinander klarkommen. Papa und Margaret haben sich nun mal entschieden, zusammen zu leben. Das bedeutet, dass wir unseren Papa teilen müssen. Mit Rosi. Und ich muss meine Mama sogar mit euch dreien teilen. Oh, Füchse und ihre Launen. Wer braucht das schon? Ich wünschte, ihr werdet nie hier eingezogen. Ausnahmsweise bin ich mal deiner Meinung. Ich wünschte, nichts davon wäre geschehen. Mir ging es allein sehr gut mit meinen eigenen Eltern. Hey, ich hab's. Wollt ihr auch, dass alles wieder so wird wie früher? Na klar. Erzähl schon. Okay. Bruno! Bruno! Huhu! Bruno! Bruno! Hallo Jungs, warum ruft ihr nach mir? Oh, Bruno, da bist du ja. Wir haben eine Botschaft für dich von Rosi, nicht wahr, Louis? Ja, sie will sich mit dir treffen. Sie fragt, ob du da hinten beim Fluss auf sie warten könntest. Wirklich? Oh, wie schön. Dann kann ich am Wasser noch etwas schlafen. Das ist ein schönes Plätzchen. Danke, Jungs. Schönen Nachmittag. Oh, weißt du, zu lügen gefällt mir gar nicht. Zu spät. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Zeit für die zweite Stufe. Ab nach Hause und Papa überzeugen. Mama, kann ich mit dir über etwas reden? Unter vier Augen? Ah, mein riesengroßer Papa.
Ich hol dann mal meine Tasche. Mhm. Was ist denn los? Können wir einen Spaziergang machen? Ich meine, nur wir beide. Seit wir hierher gezogen sind, hatten wir kaum Zeit für uns alleine, Mama. Nur wir Füchse. Wart hier mal einen Augenblick. Wenn Rosi Zeit mit dir alleine verbringen möchte, ist das für mich in Ordnung. Danke. Ich gehe mit ihr spazieren und dann treffen wir uns alle am Nachmittag wieder. Habt ihr Papa getroffen? Ja, es kann losgehen. Er wartet da hinten beim Fluss auf dich. Perfekt. Es dauert nicht mehr lange und wir müssen nicht mehr zusammenleben. Danke, Rosi. Dann wird es uns ganz bestimmt viel besser gehen. Mhm. Ihr zwei seid so seltsam. Okay, Jungs, kann's losgehen? Bereit, Rosi? Ja, wie wär's, wenn wir zum Fluss gehen? Na klar. Dann bis später, meine Lieben. Ich mag Rosi und Margret wirklich gern. Das wird ganz komisch für mich, wenn sie ausziehen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Endlich werden im Bau wieder Ruhe und Frieden herrschen. Darauf kannst du dich verlassen. Wohin gehen wir denn, Jungs? Wir klettern auf den Hügel. Wirklich? In Ordnung. Aber ich warne euch, der ist sehr steil. Der Weg zum Fluss wäre flacher, meinst du nicht? Wir müssen Rosi mit ihren Eltern doch alleine lassen. Unsere Zukunft steht hier auf dem Spiel. Wir werden auf dem Hügel eine ganze Menge Spaß haben, nur wir vier Dachse. Nein, ich vermisse Rosi und Mami. Bis zum Nachmittag dauert's noch so lang. Geht es nur mir so oder hörst du auch Bruno schnarchen? Papa, was für eine Überraschung! Oh, meine fliegende Prinzessin! Hallo, Bruno. Hallo, Margret, wie geht es dir? Ich bin ehrlich gesagt etwas überrascht. Normalerweise sagst du uns, wenn du in der Gegend bist. Rosi, hast du nicht gesagt, dass ich auf deinen Wunsch hierher komme? Deine Brüder haben gesagt, ich soll hier warten. Erstens sind sie nicht meine Brüder und zweitens wollten sie uns bestimmt eine schöne Überraschung bereiten. Wie auch immer, das war eine gute Idee. Jetzt machen wir drei einen schönen Spaziergang. Das wird genau wie früher. Also, was möchtet ihr spielen? Mach doch mal halblang. Lasst uns erst mal die großartige Aussicht bewundern. Ein Purzelbaumwettbewerb? Gute Idee! Warum machen wir nicht zuerst ein Nickerchen? Guckt mal, was uns Margret eingepackt hat. Ja! Du hast gewonnen. Nächste Runde. Warte mal, ich möchte sehen, was Mama uns zu essen gemacht hat. Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14. Bereit oder nicht? Ich komme. Oh, ich hab dich, Margret. Ich muss sagen, das war ein ziemlich schlechtes Versteck. Nein, war es nicht. Stimmt's, Rosi? Mein Versteck war das Beste. Also zusammen sind wir ganz schön gut, nur wir drei, nicht wahr? Oh. Wann sind wir denn endlich wieder bei Rosi und Margret? Wir werden sie schon bald wiedersehen, Süße. Yippie! Papa, lass Emmy und Louis mal vorausgehen. Oh nein, Matteo. Ich möchte nicht, dass Margret und Rosi sich Sorgen um uns machen. Aber Louis wird das schon erklären. Hey, meine Güte, bist du schlecht gelaunt. Wir gehen alle zusammen und damit basta. Schnief, 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 es riecht nach Fisch. Njam, 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 lecker auf den Tisch. Ich hab mir noch mehr Spiele für heute Abend ausgedacht. Rosi,
Wir können nicht bei Bruno bleiben. Wir treffen uns am Nachmittag mit Edmund und den anderen. Aber sind wir nicht großartig zusammen? Kann nicht alles so werden, wie es früher war? Meine kleine süße Rosi, ja, es stimmt, wir haben gerade viel Spaß. Aber Margret und ich sind nun mal nicht mehr zusammen. Wir können nicht jeden Tag gemeinsam verbringen. Jeder von uns ist mit seinem neuen Leben glücklich. Und wenn wir uns treffen, haben wir viel Spaß. Das ist wesentlich besser so. Glaub mir. Aber für mich ist das so nicht besser. Ich habe keine Lust mehr im Bau zu leben. Kann ich nicht bei dir bleiben, Papa? Die Sache ist die. Ich bin ganz schön überrascht. Ich habe was zu erledigen. Das ist nicht fair. Geh du nur, Bruno. Ich werde mich um Rosi kümmern. Du motzt, wenn Rosi da ist, und du motzt, wenn sie weg ist. Vermisst du sie etwa? Hä? Machst du Witze? Ohne sie haben wir viel mehr Spaß. Der Letzte ist ein faules Ei. Rennen ist eher was für Füchse. Es macht mehr Spaß, wenn sie da sind, findest du nicht? Okay, gut. Ein oder zwei Sachen sind bei den Füchsen gar nicht schlecht. Weißt du, Rosi, Kinder können eben nicht wissen, was das Beste für Erwachsene ist. Aber was ist mit mir? Ich werde mich nicht wieder in deinen Vater verlieben. Das ist nun mal so. Es gibt nichts, was du tun kannst, um das zu ändern. Ich weiß, Mama. Aber wenn du dich in dem Bau wirklich nicht wohlfühlst, könnten wir uns in der Nähe einen anderen suchen. Das ist eine gute Idee. Nun, ich würde Emmys Umarmungen vermissen. Du nicht? Was würdest du vermissen, wenn wir den Bau verlassen? Vielleicht mit Louis zu spielen und, ja, Emmys Küsse. Also, mir gefällt es, mit Rosi zu spielen. Kegeln, Jacks. Vergesst nicht, dass Margret euch beiden Jonglieren beigebracht hat. Ich mag es so sehr, wenn wir Musik machen. Okay, ja, die Musik ist gar nicht so schlecht. Ich weiß, tief in dir drin gefällt dir Edmunds besonderer Sinn für Humor. Ja, aber ich mag nicht all seine Witze. Ich mag es lieber, mit Louis um die Wette zu essen. Und Matteo vor Herausforderungen zu stellen. Und ich mag es, wenn Margret mit uns Sport treibt. Ihr beide macht ja nur Nickerchen den ganzen Tag lang. Okay, ich geb's ja zu. Emmy ist zuckersüß, Louis ist sehr nett und Matteo kann lustig sein, aber nur manchmal. Und es stimmt, dass Rosi nicht die ganze Zeit nervt. Hey, kannst du nicht aufpassen, wohin du gehst? Was sagst du? Du kannst doch nicht geradeaus gehen. Und es geht schon wieder los. Gut, wir werden dann mal gehen. Wir möchten unsere Mahlzeit in Ruhe und Frieden genießen. Wer zuerst wieder im Bau ist, ist der Beste in der Dachs-Fuchs-Familie. Meinst du nicht die Fuchs-Dachs-Familie? Abgemacht. Los! Ja! Die sind ziemlich lustig. Findet ihr nicht, dass wir die beste Familie im ganzen großen Wald sind? War bei Martins Familie. Ja, ich freue mich schon so auf dieses Mal. Und weil heute bei uns gefeiert wird, werden meine Eltern den Eröffnungstanz tanzen. Das ist Tradition. Ich fürchte, wir müssen passen. Oben am Fluss ist ein Damm gebrochen. Das heißt, wir haben heute noch viel Arbeit.
Aber wer ist dann heute Abend der Gastgeber? Nun, die Familie, die als nächstes dran wäre, muss für uns einspringen. Wer ist nächstes Jahr dran? Die Füchse und Dachse. Sag deinen Eltern Bescheid, Rosi. Und bitte sie für uns um Entschuldigung. Komm schon, Biber. Oh, es tut mir so leid. Wartet, ich habe große Neuigkeiten. Welche denn? Bibers Eltern können den Ball nicht ausrichten, also sind wir dran. Und um die Tradition fortzuführen, müsst ihr den Eröffnungstanz tanzen. Aber, wirklich? Wie, ich meine, so kurzfristig? Wir haben gar keine Zeit, um... Nein, das ist unzumutbar. Komm schon, Edmund, das ist nicht so schwer. Wir müssen nur etwas zu essen und zu trinken zu der Wiese bringen und ein kleines bisschen dekorieren. Ja, aber ich weiß einfach nicht. Keine Sorge, die Kinder und ich kümmern uns darum. Könntest du ein paar Pflaumen sammeln gehen? Also. Ihr zwei benehmt euch seit eben so merkwürdig. Nun, es ist so... Papa wird sicher nie den Eröffnungstanz tanzen. Warum denn nicht? Er hasst Tanzen. Er glaubt, dass er das einfach nicht kann. Und er erfindet immer irgendwelche komischen Ausreden, um drumherum zu kommen. Oh nein! Mama wird ja so enttäuscht sein. Wir müssen eine Lösung finden, um ihn zum Tanzen zu überreden. Hm? Edmund! Papa! Papa? Papa! Der Pflaumenbaum! Nein, er ist nicht hier gewesen. Es liegen immer noch Pflaumen auf dem Boden. Oh Mist, wo sollen wir ihn suchen? Hallo Oma! Hallo Oma! Oh, Kinder, was macht ihr denn hier? Es ist so schön, euch zu sehen. Wir suchen Papa. Hast du ihn gesehen? Nein. Warum? Wir wollten ihm beim Pflaumensammeln helfen. Weil heute Abend unsere Familie den großen Ball im Wald ausrichtet. Margret wird bestimmt sehr glücklich sein. Oma, kennst du ein Heilmittel für Leute, die nicht tanzen können? Für wen denn? Für, Louis. Hä? Ich? Ich bin sicher, dass du ein sehr guter Tänzer bist. Weißt du, das Wichtigste beim Tanzen ist, dass man sich richtig mit Leib und Seele reinhängt. Dann ist alles gut. Beim Tanzen geht es außerdem darum, nicht zu viel zu denken und sich einfach gehen zu lassen. So. Siehst du, Louis, es ist ganz leicht. Lass dich einfach gehen. Danke, Oma. Mama, sieh mal, ich habe ein paar Blumen gepflückt. Oh, die sind wunderschön, Schätzchen. Tun wir sie hier hinein. So. Das ist ganz toll, meine kleine Emmy. Oh, hallo, Edmund. Wie kommt ihr mit den Partyvorbereitungen voran? Gut, sehr gut sogar. Das ist ja großartig. Ich kann kaum erwarten, es zu sehen. Bis heute Abend. Oh nein. Edmund? Papa! Edmund! Glaubt ihr, Omas Methode funktioniert wirklich? Ja, ganz sicher. Nun, mich betrifft das sowieso nicht, weil ich ja schon lange weiß, wie man tanzt. Oh, was du nicht sagst, Brüderchen. Lasst es uns versuchen. Man darf nur nicht zu viel nachdenken und man muss sich einfach treiben lassen. Ein Kinderspiel. Ich weiß, was man machen muss. Okay, dann mal los. Badu, badu, badubidua, papapabidua. Badu, badu, badubidua, papapabidua.
Ziemlich gut, nicht wahr? Ja, nicht schlecht. Warum machst du es denn dann nicht? Zeig uns, was du drauf hast. Badu, 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 bidua, ba, 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 bidua. Badu, 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 bidua, ba, 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 bidua. Badu, badu. Sehr gut gemacht. Ihr Kinder seid echt gute Tänzer. Oh, hallo, Lukas. Hast du Edmund gesehen? Ja, er ist auf dem Hügel. Ah, danke, Lukas. Oh. Badu, 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 bidua, badu, badu. Papa! Hm? Hallo, Papa. Hast du die Pflaumen gesammelt? Ja, hab ich. Ich hab nur eine kleine Pause gemacht. Du bist nervös wegen heute Abend, nicht wahr? Ich? Nervös? Kein bisschen. Weswegen sollte ich denn nervös sein? Papa, wir wissen, dass du tanzen nicht magst. Aber Rosi kann es dir beibringen, wenn du möchtest. Oh, weia. Oma hat uns ein Geheimnis verraten. Beim Tanzen geht es darum, nicht so viel zu denken und sich treiben zu lassen. Versuch's einmal. Folge einfach den Bewegungen und du wirst sehen, es ist ganz leicht. Na gut. Solange ihr beiden nicht zuseht. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Badu, 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 bidua, ba, 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 bidua. Badu, 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 bidua, ba, 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 bidua. Oh nein, das werde ich niemals lernen. Doch sicher, Papa, versuch's weiter. Wir werden Margret die Pflaumen bringen. Na los, nochmal von vorne. Hallo, Margret! Ah, die Pflaumen. Seid ihr zwei alleine? Was ist mit Edmund und Rosi? Ja, die kommen gleich. Mama und ich haben angefangen, ein Lied zu schreiben. Stimmt's, Mama? Mhm. Ja, wir haben den Text fertig. Der geht so. Verlasst eure Höhlen. Kommt aus eurem Bauen hinaus. Holt eure Trommeln und Instrumente raus. Wir singen zusammen, groß und klein. Zusammen tanzen, das ist fein. Beim Ball im Wald ist keiner allein. Mit Instrumenten wäre es noch viel besser. Es wäre großartig, wenn ihr zwei uns begleiten könntet. Wir sind dabei. Badu, badu, bidua, ba, ba, badu, bidua. Und drei, vier. Badu, 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 bidua, ba, ba, badu, bidua. Gut, ich muss Mama helfen. Und du übst schön weiter. Also, Hacke Spitze, Hacke Spitze, Hacke. Oh nein. Komm schon, Emmy. Selbst du kannst sehen, dass er nur so tut, als ob. Ja. Oh, was für ein großer Käfer. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Was machst du da? Wart's nur ab. Oh, Edmund. Was ist denn mit dir passiert? Also, ob du's glaubst oder nicht, ich... Nun, ich meine, wie du siehst, hab ich... Oh, wow! Wie stylisch!
Das war echt klasse! Ich hätte nie gedacht, dass du so gut tanzen kannst. Oh, der Ball wird wundervoll werden. Oh, glaubst du wirklich? Was haben wir den Kindern zu verdanken? Weißt du, ich hatte große Angst, mich zum Trottel zu machen. Für diejenigen, die einen lieben, ist man niemals ein Trottel. Die Gäste kommen. Da kommen sie. Das ist der perfekte Zeitpunkt. Wir sind natürlich bereit. Und eins, zwei. Verlasst eure Höhlen, kommt all hinaus. Holt Instrumente und Trommeln heraus. Wir singen zusammen, groß und klein. Zusammen tanzen, das ist fein. Beim Ball im Ball.